Just the thing. My old shield was a little warm. Durchaus, das war ein bisschen kaputt. So, wo ist denn hier jetzt wieder etwas? Die Lebensanzeige des Gegners habe ich gesehen. Den Gegner, zu dem der gehört, noch nicht. Warum diese Musik? Es ist doch gerade nichts so Besonderes, oder? Na gut, das ist wieder so ein blöder Zauberer von denen. Naja. Huhu! Achso, das waren nicht die Teile, die explodieren. Auch gut. Mann, die sehen aber so aus. Naja, okay, aber Schaden machen sie trotzdem. Das ist wieder... Ja, nicht so gut. Es reicht. Ah. Ich habe keinen Heiltrank, aber scheiß drauf. So, wir kriegen den auch kaputt. Wow, das war knapp. Ich habe gedacht, eher sterbe ich noch, bevor ich helfen kann. Ha, wahrscheinlich bisschen besser überleben. Ja, kannst du mich noch heilen? Sehr gut. Eigentlich muss ich sagen, ist es auch eine ziemlich dumme Sache. Eine ziemlich dumme Sache, hört sich auch interessant an. Dass die Typen sich nicht selbst wiederbeleben können. Ja, und ich habe nie Ruhe zum Reden. Gut, wir sind uns einfach nur am Kloppen. Einfach nur am Kloppen. Oh, wir kriegen Besuch. Bang. Ja. Würde ich mal sagen, ist wieder ein bisschen Zaubereizeit. Mein Gott, lass die Frau in Ruhe. Wird auch nur hin und her gestoßen. Der könnte einem fast leid tun. Aber nur fast. So. Nehmen wir uns noch ein bisschen zum Zaubern. Das habe ich zu spät gesehen. Ja. Das würde ich zur Not auch gerne tun, aber... Wow. Ich werde wieder sehr stark zurückgedrängt zu meinem Leidwesen. Mensch. Ach, und wofür krieg ich das jetzt? Ah, mit dem kann ich nicht zoomen, mit dem Schuss. Das ist... Oh, oh. Na gut. Ein Schuss. Na, noch einer? Gut. Das war's mit dem schon mal. Wo sind die Gegner? Dort ist einer. Sehr schön. Und da oben? Okay, keiner mehr. Ich hoffe mal, dass es das war. Das Schild ist auch wieder ziemlich im Arsch. Sehr gut. Nehmen wir die Heilung auf. Das Geld. Haha, Kettle mag doch Geld. Geld, Money, Money, Money. Aber... Es ist gerade schade, dass hier keine Heilung ist. Weil Heilung wäre echt eine coole Alternative. Die könnte ich nämlich richtig gut gebrauchen, diese Heilung. Denn die Heilung, die heilt einen. Und das richtig viel. So, ein roter Pott. Der heilt einen ganz. Genau wie mit der Magie. Dann gehe ich hier wieder runter. Wird gespeichert? Ja. Langsam entwickelt sich so ein System, was man absehen kann. Aber jetzt haben wir hoffentlich mal Ruhe. Ah. Ich hätte jetzt Zeit zum Reden. Ich habe mich darüber ja gerade beschwert, dass ich nie Zeit habe zum Reden.
Leave it to the war, girl. Aye. Though if I hadn't had that dagger hidden about me at Magdalen, that could have been us. Where did you hide that dagger, anyway? Wouldn't you like to know? That's mine now. Eventuell würde es ihn oder uns dennoch interessieren. So. Erstmal looten. Loot, 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 loot. So. Und dann geht es natürlich in die Richtung weiter. Och Gottchen, ist das langsam. Ist das langsam. Ah, schön. Ah, auf Kedok bleiben oder mit Elara weiterspielen? Momentan gefällt mir Kedok eher. Auch so vom Charakter her. Die hier, die Elara, die ist ein bisschen sehr hitzköpfig. Aber mit ihr kann man im Fernkampf schön zoomen. Das ist auch cool. Und sie hat mehr Pfeile. Nein, nein, nein. Wir bleiben bei Kedok. Aber wir können uns verbessern, weil wir haben 5 oder 6 Kristalle. Aber was können wir denn verbessern? Weil Chapter 5 haben wir noch nicht erreicht. Das heißt, wir müssen zurück zur Magie. So, kaufen, kaufen, kaufen. So, wir haben 5. Sehr schön. Hiervon haben wir gerade alles. Dann kann ich der das auch geben. So, dann tut sie das auf die 3. Freut sie sich auch ein Ast. Mehr Effizienz oder höhere Haltbarkeit? Würde ich sagen, mehr Effizienz. More efficiency. Fortune. Und alles glitzert. Es ist, als wäre hier eine Wand dafür. Oh, könnte man. Yeah, jetzt sieht man Kedok mal. Boah, alte Sau. Irgendwie erinnert der mich gerade so ein bisschen an einen Musiker. Einen DJ aus der harten elektronischen Szene. Und das war jetzt eher Zufall, dass ich das gesehen habe. Cool. Mal schauen, was wir hier noch finden. Ach. Wir werden hier bestimmt was finden. Und das finde ich toll. Lost Temple. Okay, wir gehen jetzt einen anderen Weg. Das ist sehr interessant. Jetzt sehen wir zwar den eigentlichen Weg nicht, aber nun gut. Durch das Gras kann man sich durchschnippeln. Das ist gut. Man muss sich mehrmals durchschnippeln. Diese Hühner. Bleib mal stehen, Huhn. Das Huhn rennt um sein Leben. Da hat die Peter doch bestimmt was gegen, wenn ich das jetzt mache. Mal schauen, ob das Video geblockt wird oder sonst was. Ah, ich will den schon sehen. Der sieht nachher bestimmt aus wie Dagobert Duck. Hier lang kommen wir nicht. Dann hören wir uns nochmal eine schöne. Oh. Eine schöne Geschichte von einem weiteren Toten an. So, sprich mit uns. It should have appeased the Ancient One. And what did it say up at the shrine? 3 ingredients. Oh, I must have miscalculated. This makes no sense. I don't understand. I don't understand. So, kleine Kinder. Hier ist der. Na, lebendige Beweis kann man jetzt nicht mehr sagen. Aber hier liegt der Beweis, warum ihr kleinen Kinder niemals dunkle, dunkle Rituale machen solltet. Denn die sind ganz, ganz böse.
Tut mir leid, ich musste gerade gähnen. Kedok schnetzelt sich hier weiter durch. Oh. Wir haben eine Truhe voll Gold gefunden. Ach. Eine Feder. Really? Mir wurde jetzt nicht mehr irgendwas angezeigt. Gut, ich habe den Hasen vorhin auch einfach so erschossen, vor so Lulz, aber... Meine Güte. Schaue ich mir erstmal noch die andere Seite an. Weil da war noch so ein Strauch. Ein Strauch. Gesträuchertes. Sehr interessant, dass wir hier jetzt wirklich mehrere Wege haben. Oh mein Gott, wo gehe ich denn überhaupt hin? Oh, what? Das sieht einfach nur schön aus. Aber damit können wir nichts machen. Schade. Okay. Aber ein schöner Ort ist auch was wert, nicht wahr? Vor allem in dieser düsteren, aber doch schönen Welt irgendwo. Ich meine, okay, hier ist es jetzt ein bisschen karg alles, aber sonst kann die Welt doch schön sein. Hier, schaut euch die Schönheit an. Da, Schönheit. Auch wenn wir die Schönheit zum Beispiel für Quests brauchen. Ja, und ich gehe wieder dran vorbei, weil wir wollten hier noch lang gehen. Und schauen, was uns das bringt. Ja. Oh. Was ist das? Ist das geschmolzenes Gold? Ist das eine Gold-Erzader? Ist das vielleicht sogar... Keine Ahnung, das sieht eigentlich so aus wie Baumharz oder so. Wo bin ich hier gelandet? Was ist das hier für ein Ort? Nach hier oben komme ich ja nicht. Und das Stück am Boden kann ich auch nicht aufheben. Sehr interessant, sehr schön. Auch wenn mir der Nutzen hiervon nicht klar wird. Vielleicht soll es auch gar keinen Nutzen haben. Vielleicht soll es auch nur schön aussehen. Oh, und ich bin wieder am Gähnen. Ach. Jetzt ist das zur Abwechslung wirklich mal ruhig. Wirklich. Etwas harmonischer, nicht die ganze Zeit kloppen, kloppen, kloppen. Hey, das hat auch was. Auch wenn wir hier auf Hardcore spielen. Das ist wirklich mal eine Abwechslung, das ist schön. Und warum ich gerade nicht weitergehe, ist die Tatsache, dass ich hier gerade noch Met in der Hand habe und den trinken werde, weil ich habe Durst. Ja. Wunderbar. Wikingerblut. Kennt ihr das vielleicht? Lecker. Honig mit in Verbindung mit Süßkirsche. Kirsche. Kirsche, Kirsche. Von hier oben kann man alles nochmal schön überblicken. Von dort hinten kamen wir raus, Fragezeichen. Ich glaube schon in der Richtung. Das war nicht Sinn der Sache. Okay. Na gut. Gehen wir halt nochmal durch. Diesmal kriegt Madame den Vortritt. Und es dauert ein bisschen, bis wir da durch sind. Ach, genießen wir einfach nochmal die Ruhe. Die Ruhe vor dem Sturm. So, jetzt kommen wir auch wieder auf den richtigen Weg. There are more
ruins everywhere, Kazik. Ach komm. Ich muss noch ein Easter Egg geben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na, noch nicht. Ein Easter Egg. Vielleicht passiert hier auch irgendwann so ein Easter Egg, wie ich glaube in Gears of War.